Hallöle und guten Tag, hat er gesagt. So, wir haben den Süden noch vor uns. Aber ich denke mal, hier wird nicht mehr so viel sein. Ich hätte mal wieder richtig Bock auf Gruft oder sowas, ne? Obelisk wäre eigentlich auch ganz cool. Oh. Ja, gar keine Waffe in der Hand. Ja, wie ihr seht, war ich noch angeln. Deswegen, ich wollte jetzt noch schnell so fertig machen. Was ist denn das hier? Was hier? Irgendwie hört man hier so Geräusche. Das hört sich an wie so ein scheiß Dinosaurier. Da bin ich mal gespannt, was das sein soll. Aber sehen tut man hier noch nicht so richtig viel. So, ein bisschen jetzt hier die Kakteen noch, weil ich glaube für diesen Bunker, Arsche oder wie auch immer man das benennt, da braucht man wieder mal alles, ne? Aber wer weiß, ne? Wo das Ganze hier noch so hinführt. Wir laufen hier mal so ein bisschen weiter. Oder sind das die Geier, die sich so komisch anhören? Besser ist für dich, ey. Ich dachte schon, du machst jetzt hier Probleme. Ja, da bin ich irgendwie ein bisschen komisch hier rein. Wollte hier nochmal gucken, ob es denn nicht das hier noch irgendwo zu angeln gibt oder so. Nö, diesmal nicht. Also dafür, dass es hier so viel Wasser gibt, ist hier schon trocken der Ort hier, muss ich sagen. So, ich würde sagen, ja, ist eben schwierig zu sagen, wo überhaupt hier, da muss er hier noch irgendwie. Also da gibt es auf jeden Fall denn noch. Hier und, ah, da geht es dann runter noch lang. Ich würde gerne da den Dings holen. Die Zeitschlosskiste. Ich glaube dazu. Wenn wir jetzt hier so gucken, da müssten wir dann schon wieder dahin hier, ne? Und sonst kommt man ja gar nicht dahin. Aber man hat natürlich schön geraden Weg und nichts im Weg. Also nichts, was einen so behindert, ne? Sieht immer so aus, als könnte man nicht hauen. So. Zeitschlosskiste. Machen wir hier mal ein. Tüdern. So. Ja, würde eh nicht so viel drin sein, ne? Aber besser haben als müssen. Oh. Wir haben ein neues Klimahorter, ne? Da können wir noch ein bisschen mehr. Bauer. Oh, das glaube ich jetzt mal so ein bisschen geiler, wenn wir so ein bisschen auf Bauer machen. Statt auf. Ja, eben anderes. Oh. Au. Damit hätte ich jetzt so gar nicht gerechnet, ne? Das ist ja mal ein deutsches Auto. Also wirklich gar nicht damit gerechnet. Man ja nie ahnen können, ne? Dass man jetzt sowas kriegt, ja noch. So, nicht zu angeln. Ah, und hier ist auch noch eine Gruft. Noch besser. Dass da so ein Augapfel jetzt in der Zeitschlosskiste ist? Ne, gar nicht. So, was haben wir hier denn für Rätsel? Was machen wir hier? Okay, was läuft denn ab? Ach, allgemeine Zeit oder was? Irgendwie da hinten sieht es nicht so aus, ob geht's weiter. Ne? Also wenn, dann müsste ich ja irgendwie. Mit den hinten weiß ich gar nicht mehr. Ah, okay. Ich hab's geschafft, aber bin tot. Ist ja auch noch ein Weg. Okay. Ja, ich wollte nur mal gucken, wo es so lang geht. Also überhaupt. Okay, mal, da kriege ich auch ein neues Leben, ne?
Oh! Ja, mitgekriegt, ne? Also ich glaube, das war jetzt mehr Zufall als alles andere, aber ist okay. Wir nehmen es einfach mal so hin. Das war doch jetzt mehr Zufall, oder? Das hat er doch jetzt ja nichts mit irgendwas zu tun hier. Aber gefühlt bin ich auch im Feuer gelatscht, aber. Naja, ist egal. Machen wir dem halt so, ne? Ich genieße es. Ja, toll, seid gut. Schön, schön, schön. So, gut. Dann haben wir die weg. Das freut mich so ein bisschen, ne? Jetzt haben wir selten, dass wir zwei Augäpfel auf einmal haben. In so einem Busch hängen geblieben, wa? Okay, da sehen wir nichts. Hier waren wir schon mal in der Nähe anscheinend. Und hier unten, irgendwas muss es ja auch noch geben. Narrenschlucht. Aber in der Narrenschlucht muss es doch auch jetzt so was Schönes noch geben. Oder nicht? Na, bevor die was verstecken hier. Schieben wir lieber nach. Hier ist auch nichts. Was ist denn das? Aha. Hallöchen. Okay. Du bist irgendwie auf Knacks da oben. Also richtig wollte er jetzt auch nicht mit mir, ne? Gibt's jetzt hier noch schönere Sachen? So mal ein paar Feinde oder so? Ich nehme mal die Mine, ey. Ich dachte jetzt hier gleich wieder 5000. Guck mal, da ist irgendeiner. Naja, da habe ich mir schon so gedacht, ne? Du Vollidiot. Die Narrenschlucht. Deswegen. Und wo kommen wir hin hier? Kommen wir doch nur auf die andere Seite und könnten da dann wieder. Pff, keine Ahnung, wohin, aber. Guck mal, hier unten ist irgendwo drinnen dann. Okay. Ja, da stehen wir gleich mal. Narrenschlucht bestimmt, weil hier keiner hingehen sollte. Oder weil es extrem tödlich ist, ne? Du warst ja jetzt eine Nummer für nichts. Und hier drinne? Plastik wieder. Was denn los, Katze? Du alter Schusimo. Stop. Oh. Ja, jetzt habe ich es mitgekriegt und jetzt sind wir richtig am Arsch, weil wir sind ja 80 Kilometer weit entfernt jetzt. Oh, das ist auch nicht so schön. Dann lasst mal gucken. Ich weiß nicht, ob es hier denn hinten rumgeht. Also hier ist eine Brücke, aber die ist wahrscheinlich von hier nur. Oh, guck mal, da ist ein Tempel. Oh, ist das der Tempel, der erwähnt worden ist? Ich glaube schon, ne? Ah, jetzt muss ich hier nochmal den ganzen Weg latschen, ey. Eieiei. Könnte ja ein bisschen dauern. Aber Cremchen hat doch schon mal erwähnt, dass ich da. Dass im Tempel die Gasmaske gibt, oder bin ich auf Knacks? Nee, das wurde erwähnt. Und es hieße natürlich nach Adam Riese, ja? Dass wir. Cool. Dass wir das ganze Zeug kriegen. Also Gasmaske und dann da rein können. Bin mal gespannt, wie sie das machen. Ob das denn da die ganze Zeit so rumflattert, das Gas, ne? Wie, also das sah ja undurchsichtig aus, ne? Also man konnte nicht durchgucken auf Deutsch. Aber.
bei dem grün war, ne? Aber vielleicht verschwindet er doch einfach, wenn man die Gasmaske aufsetzt. Wenn es überhaupt dieser Tempel ist, der besagte Tempel. Der Königstempel. Weiß ich auch nicht. Aber es sieht eben so aus, ob könnten wir da so hin, ne? So, und bei der Müllhalde wird es ja auch irgendwie Spezielles noch geben. Ist ja schön, dass er auch vor sich steht, ne? Und einfach die Juni da rinlatscht wie ein Vollidiot, ne? Okay, jetzt haben wir erstmal unseren Krempel wieder, ne? Okay. Jetzt müssen wir erstmal ein bisschen so selber Platz machen. Ja, das ist mir erstmal ein bisschen egal, weil wir können uns ja noch verbinden. Weil ich muss ja irgendwie hier versuchen, mal lang zu kommen. Ich weiß ja nicht. Vielleicht gibt es hier hinten ja was Schönes. Okay. Ich will ja nichts sagen, aber das sieht mir hier sehr so aus, als könnte ich hier buddeln. Ah, ich wollte schon sagen, ey. Oh, und dann sind wir auch noch voll. Voller als voll. So. Wir könnten auch eine Runde kochen. Na, wer hat Lust auf Kochen, hä? So, was können wir denn noch nicht? Was wollen wir denn noch? Wir könnten Kaktus. Achso, da bräuchten wir 12 davon. Oh, guck mal, da haben wir richtig viel schön gesammelt. Ach, wir haben ja keine Tomaten. Immer noch nicht. Ach, Sioni, du alte blöde Backe, ey. So, wir könnten aber auch den hier machen, ne? Wir haben zwar kaum noch was. Acht. Ach, wir haben keine Zwiebeln. Ach, Sioni, du alte Backe. So, Kohl haben wir auch nicht. Kohl haben wir nicht. Champignon Spieß. Champignon Spieß. Ah, nö. Weil da fehlt. Schade, dass man das nicht einstellen kann. Also wir können von unserem Neu. Können wir gar nichts. Okay. Das ist aber schlecht, ey. Kann ich nicht irgendwie, ein paar Kirschen oder sowas an. Das dann. Oh Gott. Ich hab mir eingeschissen, ne? Also das vor mir sehe ich jetzt da. Weil der Rest, der war gruselig. Gut. Wir machen hier erstmal raus. So ein Lagerfeuer hätte echt Gesicht. Ach du Heiliger. Ne, warte mal. Oh. Schafft er nicht. Ach, du bist auch Nax, ey. Warte mal. Also, das hat schon ein bisschen Spaß gemacht, das hier, ne? So, wo sind wir denn jetzt hier? Jetzt wird es ein bisschen Fleisch. Also, was heißt Fleisch? Ah, yeah. So, das ist wichtig. Den aktivieren wir hier gleich mal. 25 legendäre Dinger eingesetzt. So, und drei Lagerfeuer fehlen immer noch. Gehen wir jetzt nochmal zum Schrottplatz da zurück. Weil da war ja ein bisschen Stoff und sowas, ne? Ey, klar, ich brauche jetzt nicht allzu viel. Aber, ne? Das, was man kriegen kann, das sollte man nehmen, ne? Ja, das kommt. Die 2 Meter, die können wir ja nochmal zurück. Wo zuckst du denn da unten, ne? Nein! Warum bin ich denn so voll Idiot? Ich hätte mich doch da durchboxen können. Oh. Okay. Wusa. So, wir machen jetzt hier einfach Step by Step hier einfach hier einmal durch. Aha. Ja, warte mal.
Gut. Er wollte eigentlich nur den Stoff haben, ne? Der Rest interessiert jetzt nicht so doll. So, ab raus. Das reicht. Ab zum Lagergefeuer. Und dann müssen wir mal gucken. Hier unten wird es ja schon fleischlich, ne? Fleischlich besonders. Hier haben wir ein bisschen Urwald schon. Ah, okay, Sackgasse. Sah aber von der anderen Seite anders aus. Ne? Die Pyramide ist natürlich ein geiles Ding. Ne? Okay. Zutritt wird auf weiteres verboten. Archäologisches Expeditionsteam der Krone. Mhm. Und wen soll das aufhalten? Die verblassten Buchstaben auf dem Schild kann ich kaum noch entziffern. Das muss Jahrzehnte vor dem Kataklysmus geschrieben worden sein. Mhm. Erstmal hier den Dolch hier ein bisschen größer machen. Wenn ich mal hier fliehen muss oder sowas, ne, dann muss das halt weg. Weil wegen, ne? Bin ja auch nicht mehr der Schlankeste. Oh, oh, oh. Diese archäologische Ausgrabungsstätte sieht wichtig aus. Ich sollte mich mal genauer umsehen. Oh, yeah. Oh, was ist das denn? Oh, was ist das denn? Oh, Oski, was ist das denn? Das archäologische Expeditionsteam der Krone hat nach etwas Wichtigem geforscht. Untersuche die Ausgrabungsstätte. Nee, Katze, nee, nee. Nicht auf dem Schoß. Ja, du darfst auf dem Papierhaufen. Hör dir die erste Audioaufzeichnung an. Ja, geil! So, mal neue Quest. Erstmal das hier. Was ist das? Aha. Knochen. So, dann hören wir uns das mal an. Testing. Testing. This is Judith Abigail Susan James, the Crown Archaeological Expedition. We're starting out our investigation at the canyon. The main artifact is large, pyramid-shaped, and appears to have some sort of an entrance at the top. We'll start closer examination tomorrow after a good night's sleep. Very exciting. Dafür kriege ich 15.000. Gib mir meine 15.000. Hallo? 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 Ich möchte 15.000. Warum mir... Hä? Warum kriege ich keine 15.000? Irgendwie verarscht mich hier jeder, ne? Also das ist ja hier kaum zu übersehen, dass wir da richtig große Huwabuhu haben. Wir hatten da ausgegraben. Einfach nur so? Ich möchte da auch nochmal graben. Da haben die nicht tief genug gebuddelt. Also jetzt sind einfach nur so eine Ausgrabungsdinger, ne? Ich gucke hier trotzdem mal einmal so rum. Okay. Den hier gerne zerstören, einfach nur, wo es kann. Die ganze Gestänge. Okay. Alles klar. Kein Problem. Ein bisschen Platz machen hier. Schade, dass man hier nicht irgendwie bei diesen Dingern da noch irgendwas machen kann. Wo war mein Lagerfeuer eigentlich? War das hier unten? Ja. Okay. Ja, nochmal zum Lagerfeuer, weil die Taschen sind doch schon um einiges voll. Beziehungsweise was heißt Lagerfeuer hier einfach zur Kiste. Und dann gehen wir mal in den Eingang, ne? Ich hätte gerne natürlich die versprochenen 15.000, die irgendwie nicht gegeben werden wollen, warum auch immer. Aber naja, wie ist was hier Gruseliges? Guck mal, hier oben ist was. Aha, bisschen Holz und so. Oh, hier ist Pilz drin. Die zweite Tonaufnahme. Sie die Tonaufnahmen immer an Ort und Stelle lassen, ne? Das ist voll komisch. These stone tablets seem to tell some ancient legend, but it's as if the markings have been somehow scratched off. Our electronics equipment keeps malfunctioning near this site. Oh, and there's an eerie glow around the stone ring at night. No apparent source for the light, yet it glows. We need to come back to this later.
I'm sure there's a way to restore these and read the legends. This is Judith Abigail Susan James, the Crown Archaeological Expedition. Besonders, wir heißen Susan Abigail, bla bla bla. Ist das? Bitte ziemlich verblasst, vielleicht kann man irgendwie restaurieren. Bla 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 bla. Oh, das ist noch ein gutes Bild. Sind die Geschichten, die wir schon kennen? Then came the horrible pestilence. It has taken many of us, but we are fighting it. But how come the one-armed king was not affected? Did the king bring this upon us? Aber sind es eigentlich die, die wir schon gelesen haben? Ich glaube schon. Guck mal. Ja, das sieht mir so aus wie die, die wir schon hatten. Und dann werden die erst alle aktiviert hier. Hey, ich finde es schon krass, dass das Spiel so groß ist, ne? Oh, na endlich mal. Ich liebe Kirschen. Ich liebe Erdbeeren. Oh, und Eier. Hm? Ja, ja, gib her. Das ist wenigstens mal cool. Ich weiß zwar nicht, wo ich hier überall hinkomme. Ne, was sagt er hier? Ist auch so, so eine Markierung wieder. Also, was heißt so eine Markierung? Also, ich will erstmal wirklich den Tempel machen. Das ist ganz cool, dass wir jetzt da so hinkommen. Pilz. Weil der macht das Ganze auch richtig, richtig Sinn. So. Guck mal, da oben ist auch so ein Steinding und so. Notes on the pyramid. Last night I swear I heard a cry for help inside the pyramid. Very creepy. The team got so anxious that we decided to play it safe and fill the structure with cyanide gas before attempting entry. The voices seem to have stopped now, so it was probably just some wildlife. Supplemental. We've waited for 2 days, but the gas is not evaporating for some reason. It's weird, but it's not the weirdest thing we've encountered on the island. We'll need to get the gas masks from our jungle camp if we're to enter. This is Judith Abigail Susan James, the Crown Archaeological Expedition. Ja. So. Gasmaske. Gib mir die Gasmaske. Oh, ah ja. Oha, was ist das denn? Gruft des... Ah! Okay. Das heißt, wenn wir das hier alles machen, dann ist auch die Pyramide überhaupt erstmal aktiviert. Hier sind die ganzen Gruften. Also wie viel haben da jetzt gefehlt? Hier 3 Stück. Naja, warte mal, warte mal. Hier sind alle voll. Oh, geil. Also das ist wirklich gut, dass wir hier so ein bisschen denn mal 3 Stück. Hier denn noch 1. Und hier noch alle. Ach du Heiliger. Und fehlen alle. Weil hier sind so wenig Gruften drin gewesen. Nee, wie viel Gruft die? Echt jetzt? Quatsch. Ja, da oben ist tödliches Gas drauf. Okay. So, die müssen den ganzen Laden mit Gas ausgerüstet haben, um alles zu töten, was da drin war. Ja, es hieß ja auch im Basislager. Aber wo ist denn das Basislager? Du willst mich doch verdingsen. Was ist denn das hier hinten? Naja, ich muss da erstmal hin. Oh, ist das spannend, war. Das ist eine spannende Angelegenheit. Hier waren wir ja schon. Achso, ja, ich doch. Ha! Alles außer dem Pilz, ne? Sogar ein Doppelpilz. Okay, also hier müssen wir dann letztendlich irgendwann mal hin, wenn wir... Weg da. Wenn wir alle Tafeln und alle Gruften gemacht haben. Okay. Das ist aber ein tolles Auto. Das ist ein Basislager? Warum leuchtet denn da was? Okay. Ja, wo ist denn der Grinser hier? Der
achte Basislager? Scheint so. Ey, erstmal aktivieren hier. Dann haben wir ja nur noch zwei eigentlich. Genau. Ja, wenn du nicht immer rumbrüllen würdest, ne, dann hättest du ja auch eine Chance. Also du musst ja immer hier so hässlich rumbrüllen. Oh, irgendwas Leckeres. Mmm. Gebratene Marine. Das ist natürlich auch was Leckeres, ne? So. Ja, ist okay. Well, the gas masks are gone. Was? Apparently, the beachhead station took them during their last resupply mission. Ach. They also reported some strange phenomenon deeper in the jungle. Intriguing. Uh-huh. We better head that way. We'll just take one detour to see the new artifact discovered at the Site B. This is Judith Abigail Susan James, the Crown Archaeological Expedition. Ja, das finde ich aber jetzt nicht so cool, ne? Also ich bin ja extra hier jetzt hin. Und dann finde ich mal wieder Jornischt, ey. Jornischt finden wir. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass wir genügend Eier und sowas finden, um hier später alles zu machen. Oh! Ey, ich hab dich ja nie gesehen. Junge, Junge, Junge. Was will denn hier? Ja, ich hab dich wirklich nie gesehen. Tut mir leid. Ich kann mir auch hier so einen Durchgang bauen. Also die Gasmaske ist verschollen. Bei Ausgrabung hast du nicht gesehen. Hier, das können wir auf jeden Fall. Dann machen wir mal 5 Sohne hier rein. Und eine Marine. Das sind nicht Marine eigentlich. Aber hier. Bam! So, super. Gut. Und dann würde ich sagen, hauen wir hier das Blattzeug hier hinten noch weg. Einfach so, weil wir können. Ah, hier ist auch nochmal ein Blattwerk, ne? Geil. So, und dann gucken wir mal beim nächsten Mal, wo es hier denn so weitergeht, wa? Also, bis dann. Ciao, ciao. Mysteriös, mysteriös.